Oi. Habt ihr das gesehen? Ich war ja wirklich entzückt. Die hat sich vor unseren Augen umgezogen. Aber wie sie das gemacht hat? Wirklich beeindruckend. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück. Wir wollen mit rein. Sie ist echt nicht gut auf uns zu sprechen. Und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir wollen auch Schlafi-Schlafi machen. Schon spät. Die hat gerade bis nach Mitternacht mit uns da gesessen. Ey, Mädel, mach. Jetzt hat die sich wieder angezogen. Also das blinde Kuhspielen hat die ja einfach nicht bekommen. Ey. Psst. Sattheit könnten wir was vertragen. Jetzt löffeln wir uns was raus, wenn diesen die da umrührt. Aber wir können auch gar nicht wieder. Dann gehen wir halt pennen. Gute Nacht. 106 Uhr, Komfort 50, Sattheit. Passt alles. Was wollen wir denn heute machen? Ja, heute, es ist schon der nächste Tag. Es ist schon 2, 3, gleich 4 Uhr. Könnten wir danach Fleisch suchen und dann zu Johanka gehen? Gab's noch was in Sarsau? Können wir mal gucken, was wir gerade aufhaben. Auf jeden Fall, Hauptquest wäre Timmy in Merojet suchen. Tja. Neuer Tag, neues Glück in Sachen Zeug verticken. Er pennt noch, Mist. Na. Ich warte mal, bis er munter ist und ich will den Tag einfach mal nutzen, um wieder was loszuwerden bei ihm. Dann kann ich auch das Buch einfach loswerden, oder? Ich schieb's erstmal in die Truhe. 43 Dietriche. Uhuhu. Haben wir noch nutzlosen Plunder dabei? Den wollte ich auf jeden Fall wieder rüberlegen. Die Gebände habe ich noch gar nicht. Verkauft. Wir könnten nochmal lesen. Doch, machen wir. Jetzt gleich, der pennt noch und wir müssen dann die Truhe noch leer machen und währenddessen wird er aufstehen, das passt mir gut. Gucken, wie lange wir lesen müssen. Im Stehen lesen ist aber blöd. Werden wir so schnell müde. Der quatscht wieder im Schlaf. Setzen wir uns mit Theresa wieder hier hin. Diesmal nicht anrempeln. Ob sie uns das auch übel nimmt. Dieses Anrempeln? Ich weiß nicht. Super. 15 Pfund mehr, die wir auf den Rippen mit uns herumschleppen können. Lesen. Wer braucht Schlüssel? Oh nein, es ist verdeckt. Ich wollte es erstmal selbst lesen. Scheiße. Ach Mann. Nein, glaube ich nicht. Auf den ersten Blick erscheint die Kunst des Schlösserknackens. Ein unverzichtbarer Bestandteil, das einen, denke ich mir mal, der Diebesausbildung zu sein, auf den zweiten Blick auch. Oh, wir können mittlerweile doch ganz schön gut lesen. Ja, ich glaube, wir sind in der Stufe vorangekommen in der letzten Folge. 5 Stunden, ganz schön lange. Aber hey, durch ist durch. Heinrich liest. Sattheit 65. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas bei den wichtigen Leuten hier oben zu tun haben. Der Vogt? Nö, eigentlich nicht, außer er hat was Neues. Wir haben noch ein paar Sternchen auf der Karte. Ich glaube, auch allzu viel haben wir gar nicht mehr auf. Wir haben das meiste schon erledigt von dem, was wir Schlösserknacken erhöht, was wir dabei hatten. Warum hat das noch ein Sternchen? Theresa sitzt immer noch da. Bloß nicht anrempeln. Hat immer noch ein Sternchen. Warum hat es noch ein Sternchen? 99,9, ernsthaft? Ey. Das Buch will uns doch verarschen. Ich weiß schon, warum ich Bücher nicht so mag. Da stand doch grün 100. Ach so. Oh nein, Heinrich, komm, dieses 0,1%, ey. Pappnase.
Ach Mann, oh. Dann müssen wir das Buch doch mal bei uns behalten. Dann lesen wir halt zwischendurch mal ein Stündchen. So, der ist mittlerweile munter, aber ich will jetzt mal die Truhe entleeren. Relativ. Er hat bestimmt wieder voll... Moment, bevor ich hier mich vollpacke, gucke ich erstmal, ob er Geld hat. Moment. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, schon, aber reden. Nee, nix. Rümpf. Rümpf. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Zeig mir deine Geldbörse. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Glänzt gar nicht mehr so, die Rüstung. Immer noch 80. Na gut, zum Glück habe ich vorher nachgeschaut. Will ich noch was mitnehmen? Ich wüsste jetzt nicht was. Die Tür habe ich nicht offen stehen lassen. Ach komm. Theresa ist eh schon von uns genervt. Und wir müssen bei ihr wieder was gut machen. Ja, ich würde jetzt ganz gerne im Nachhinein eine der Ketten oder die Kette aus dem Grab ihr geben. Den Hintergrund aus dem Grab klingt nicht toll, aber ich kann das ja mittlerweile vergessen, weil das zeitlich begrenzt war. Was haben wir denn gerade? In Gottes Hand hilft dabei Kranken, genau. Wildfleisch und beim Kustos nochmal vorsprechen, um mehr rauszuschlagen. Das Kräuterweib Gertrude, das wäre bei Uschütze, genau. Ruf der Nachtigallen, bin ich jetzt eigentlich eher weniger. Hasenfleisch vorbeibringen, das noch nicht. Kaputt, tot, vergammelt. Das war bei Thalenberg, ne? Da? Nee. Doch. Hä? War das nicht bei Thalenberg? Bei Thalenberg war auf jeden Fall auch was mit Tierhäuten. War das wirklich der? Wo ist denn das? Nördlicher Waldrand? Nein. Bei Neuhof? Hätte er gedacht, das wäre die Schenke hier unten gewesen. Okay. Da bin ich einfach schon zu lange raus. Plünderer? Der Anführer des Lagers? Da ist noch ein Lager. Ach, das war gar nicht das Lager mit den Sporen. Genau, das Schwert, dann los, verpass mir eine mit den drei Kloppen. Tierhäute. Wildschweinhaut, Hasenfleisch. Nimmt ihr das wirklich nur an? Ist doch mittlerweile schon vergammelt. Komisch. Kann mir nicht vorstellen, dass der das annimmt. Ist zwar nicht schön, aber... Nee, ich lasse es fallen. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein und öffne alle Türen. Nee, ist mir zu blöd. Aber dann gehen wir einfach mal in die Wälder und schnappen uns vielleicht... Ah, Wildschweine wird schwierig mit Pfeil und Bogen, haben wir bei Herrn Hans gesehen. Vielleicht sollten wir auch nicht zu nah hier bei Ratai wildern. Wollte aber auch nochmal gucken, wie steht's eigentlich um unseren Ruf. Uschütze 50, Ratai 60 im Detail, bei den Bürgern 100, beim Händler, beim Hagen 79, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Bei den Scarletzern sind wir fast unten durch, dabei sollten wir eigentlich vermitteln. Ansonsten ausgeglichen, weil noch nicht viel mit denen zu tun gehabt. 100 bei Neuhof, weil geholfen. Sasau 50, Scarletzer Flüchtlinge, na, da müssten wir vielleicht mal Johanka helfen. Ledetschko auch ausgeglichen, weil noch nichts gemacht. Groß, bloß mal da gewesen. Thalenberg bei den Dorfbewohnern voll dabei, bei den Waffenknechten nicht, weil noch nicht viel mit denen zu tun gehabt. Und wir haben ja mal was geklaut, ne? Scarlets 100. Mehrhoyet waren wir noch nicht, deswegen 50. Samopech müssen wir auch noch finden. Mühle? Wie Mühle? Oh, na, da waren wir null.
Sind wir bloß durchgeritten, ne? Einmal nach Thalenberg und dann auf dem Weg nach Scarlett's. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Der Wald ist hier aber auch nicht so prickelnd, ne? Warum sollten hier Tiere sein, so nah am Dorf? Hm. Ist, glaube ich, was dran, ne? Ich könnte ja weit weg von hier, damit wir in Ratei nicht so... Ah, Badehaus, genau. Damit wir hier keinen wegbekommen, wenn wir erwischt werden. Deswegen würde ich sagen, reisen wir einfach mal zur Schenke Waldwiese. Ich habe echt gedacht, die wäre... Das wäre die hier unten. Das ist Neuhof? Aber stimmt, zwischen Thalenberg und Neuhof war auch noch eine. Da sind wir ja mal lang. Als wir am Waldrand waren, als wir bei den Köhlern waren und ich dann wieder pennen wollte, ne? Hier gäbe es Hirsche, aber hier ist auch ein Jäger recht nah in der Nähe. Nämlich da. Hasen gibt's wohl überall. Ja. In Sasau wäre Johanka, da könnten wir zur Not dann auch darüber. Da ist Samopech. Sind wir schon mal durch, aber nur in der Schnellreise. Da wäre Timmy. Dann gehen wir mal hier hin und... Ja, schauen mal. Moment, essen, bevor wir unterwegs verhungern, falls wir noch in den Kampf kommen. Warte, Moment, ich habe jetzt so viele Dietriche. Und das Schloss oben ist leicht. Ich gehe erstmal was essen. Ich meine, jetzt mit 43 Dietrichen, das bekomme ich doch hin, jetzt wo wir auch besser sind, oder? Also, hallo. Machen wir das noch? Ah, ich bin so entschlossen, oder? Oh, heiß. Na komm schon. Schneller essen, Heinrich. Nimm dir doch was mit in deine Tupperbox, Tupperwarendose. Schnell, schnell nach oben. Da warten bestimmt wieder böse Buben. Abbiegen. Den Weg kenne ich mittlerweile auch auswendig. Na gut, das ist jetzt auch nicht so sonderlich kompliziert. Ich biege immer bloß zu früh ab, deswegen muss ich dann so komische Schlängelwege gehen. Ich laufe jetzt mal ein Stück weiter, wobei das hätte beim letzten Mal auch gut funktioniert. Das ist der gleiche Weg, aber hier oben war doch dann Schluss, ne? Der noch nicht. Hier sind wir, glaube ich, mal runter. Einmal sind wir ja schon zurück. Yep, kommt mir sehr bekannt vor. Dann wird das dieser Weg hier sein. Hi. Ah, dicker, fetter Weg, das ist der. Ich glaube, die Leute sind nicht so erfreut, wenn wir ihr Vieh abschießen. Pferd Ausdauer regenerieren. Weiter geht's. Hallo. Er beschwert sich auf jeden Fall nicht, dass wir ihnen sehr nahe gekommen sind. Was ist denn das da hinten? Sieht ja interessant aus. Mal sehen, ob wir den Holzfällern hier wieder Ärger mitbringen, wenn wir da aus dem Wald zurückreiten, weil uns da jemand angreifen will. Ich mag halt bloß nicht da in dem Gehölz kämpfen. Da verhedder ich mich bloß mit meinen Ohrläppchen im Laub und das tut weh. Die Baumstämme sind weg. Hm. Ah, sieh's. Ein Wanderer. Oh, fährt fast am Ende. Dieser blöde Vogel, der hier nicht in dem Baum hockt, sondern irgendwo dazwischen. Wild. Halt. Platt trampeln. Wieso rumhoppeln? Da ist wieder ein Hund zu hören. So, jetzt aber hier.
Nase hoppelt gerade langsam. Ich schmeiß das mal alles weg. Blub, 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 blub. Jetzt nicht wieder ins hohe... Hasi. Ins hohe Gras gehen. Hol raus, Heinrich. Jetzt kämpfen wir bergauf, ey. Heinrich, du sollst den Bogen rausholen. Geht doch. Hasi, wo bist du? Mist, am Hintern vorbei. Mist. Mist drüber. Oh, nee. Wehe, das ist bloß ein Stein. Ich fasse es nicht. Na, jetzt rennt er weg. Ich bin so ein Könner. Ja, genau. Und den treffe ich im Lauf. War zwar direkt vor uns voraus, aber ist doch doof. Ja, gib alles. Ist hier noch ein Hasi zu sehen? So, das muss doch jetzt. Heinrich, hast du den Bogen? Hast du keinen Pfeil mehr? So, so. Jagdpfeil, Langstreckenpfeil. Verbesserter Jagdpfeil. Blub. Jagen. Hauptsache, es kommt kein Jägermeister. So eine Schnapsdrossel. 55 klingt nicht schlecht. Bei meinem Glück kommt jetzt wirklich bald mal wieder so ein Jäger an. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zu der Truhe. Aber ich darf mir nicht so viel Zeit mit dem Fleisch lassen, denn das wird ansonsten schlecht. So, neuer Anlauf. Tipp, 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 tipp. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir können es einfach, mittlerweile. Weil wir doch etwas mehr Übung haben. Für leichte Schlösser reicht das. Warhorse Helm. Schwerer Kriegshammer, Rezept für Schlaftrunk. Modische Schlappen, das ist ja geil. Aber ich habe im Hauptmenü gelesen, man braucht einen Alchemietisch. Warhorse Schuhe. Nix wert, aber es sind halt Schuhe von denen. Bei dem Helm bin ich immer gespannt. 24er wert. 54. Leichte dunkle Brigantine. 200 Groschen. Auf die kann ich fast schon pfeifen, aber nein, das sage ich nicht wirklich. Modische Schlappen. Ganz schön spitz, da stolpert man noch drüber. Interessant. Das war jetzt welche Schatzkarte? Die 4 oder die 2? Lesen. Gerade die war es nicht. Okay. Das war also die 4. Der Helm. Ui. Unser aktuelles Helmchen. Kettenhaube. Auffälligkeit steigt. Ja klar, mit diesem Wimpel da oben dran. Rüstung ausgerüstet. Der Küras Bunthaube. 20er. Ist aber eben nicht so auffällig. Auffälligkeit 64. Sind bloß drei Werte Unterschied. 36, 40, 23. 36, 40, 23. 36, 40. Ich kann sie auch einfach ablesen. Ich muss sie nicht ständig vor mir her sagen. Wo? Ach hier.
36,40. Oh, schon nicht verkehrt. Das sieht aus. Den Silberring könnten wir uns auch anziehen, aber wozu? Ja, mehr Charisma. Komm. Handschuhe ausgezogen, oder wie? Ach nee, weil jetzt hier Beckenhaube. Ich habe ja gerade ausgerüstet und ich habe nach ausgerüstet sortiert und deswegen schwuppst der auf das nächste. Und ohne hier Kranz auch nicht so ein Charisma. Die Schuhe, Agilität, Vitalität, weil man besser drin laufen kann. Aha. Die modischen Schlappen. Oh, Charisma sogar etwas schlechter als die aktuellen. Nun gut, dann wissen wir erstmal Bescheid. Ich hab's endlich geschafft und der Dietrich ist auch noch ganz geblieben. Das ist ja geil. Moment. Können wir das auch noch anziehen oder müssen wir dafür was ablegen? Kyras, denke ich doch. 15, Kyras 25. Hat halt auch weniger, ne? Sichtbarkeit wird verringert. Geräusche 100? Okay. Vitalität und Agilität sind beide blau. Nee, dann kommt es auf jeden Fall die Satteltasche. Die Schuhe ebenso. Hm, doch, das Ding auch. Moment, wie sieht man da? Schatten sieht aus. Die sind heilig. Gleiche Sicht? Nein, etwas anders. Sogar mit Löchern da oben. Nicht schlecht. Gut, dann machen wir aber an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Endlich das auch abgehakt. Und dann heißt es noch etwas Fleisch jagen. Das sollte innerhalb von spätestens 10 Minuten erledigt sein. Sag ich jetzt mal so forsch. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.